Himmelfahrt. Ein Fest im Vergessenen. Hallo, liebe Freunde. Was wissen wir über Himmelfahrt? Ist es eine Feier im Vergessenen? Viele Menschen wissen nicht mehr um die Bedeutung von Himmelfahrt oder auch nicht, was sie damit anfangen sollen. Sie wissen aber, dass es ein gesetzlicher Feiertag ist. Fragen wir so manchen, dann hören wir spontan Vatertag. Doch dieser Tag wurde von der Menschheit zum Vatertag umfunktioniert. Und somit wurde er für die Männer zu ihrem Feiertag, der meistens mit viel Alkohol begossen wird. Die Männer ziehen durch Kneipen oder treffen sich für Rad- oder Wandertouren mit ihren Böllerwegen, wo der Kasten Bier und Schnaps nicht fehlen darf. Das nennt man artentfremdet. Aber Himmelfahrt ist mehr als nur Vatertag. Jeweils genau nach 39 Tagen nach dem Ostersonntag und somit immer donnerstags gedenken die Gläubigen der Rückkehr Jesus Christus zu seinem Vater in den Himmel. Dabei beruft man sich auf das Lukas-Evangelium im Neuen Testament. Dort steht wörtlich geschrieben: Jesus führte seine Jünger aus der Stadt hinaus nach Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber warfen sich vor ihm nieder und kehrten dann voller Freude nach Jerusalem zurück. Dieses steht in Lukas 24, 50 bis 52. Danach ward Jesus für die Menschen nicht mehr sichtbar und war von nun an beim Vater im Himmel, um von dort die Welt zu regieren. Er lässt seine Jünger nicht allein und sendet ihnen den Heiligen Geist. Somit ist Jesus jedem Einzelnen sehr nahe und mit dem Erscheinen des Heiligen Geistes feiert die Christenwelt Pfingsten. Der Himmel ist zwar kein geografischer Ort, sondern der Herrschaftsbereich Gottes. So heißt es im Glaubensbekenntnis: aufgefahren in den Himmel. Und das bedeutet nach christlichem Verständnis, dass Jesus bei Gott ist. Und der Himmel, der ist überall. Himmelfahrt wird so auch als Wandlung und spirituellen Entwicklung der Persönlichkeit bedeutet. Man begeht diesen Tag in den Kirchen traditionell mit Gottesdiensten in Pfarrgärten, in den Wäldern und in den Bergen. Früher baten die Bauern um eine gute Ernte und wandten unterschiedliche Bräuche an. Ich wünsche euch einen gesegneten Himmelfahrtstag. Und über das Pfingstfest werde ich euch besonders informieren. In christlicher Liebe, eure Deria.